grüße euch meine Freunde und willkommen zu einem neuen Video mit nützlichen Tipps zu Overwatch. Wie in meinem letzten Aim-Training-Video bereits versprochen und auch in vielen Kommentaren gewünscht, kommen wir diesmal zu nützlichen Einstellungen und Optionen für Overwatch. Fangen wir erstmal mit kleinen Quality-of-Life-Einstellungen an. Ersteres wäre das Einschalten der HP-Leisten von Teammitgliedern. Diese Option wurde irgendwann im Herbst letzten Jahres ins Spiel eingeführt, erstmal nur für Soldier und Zarya und dann für alle anderen Helden und war normalerweise nur für Supporter standardmäßig aktiviert. Schaltet diese Option auf jeden Fall ein, damit ihr immer im Auge habt, wie es um eure Teammitglieder steht, falls ihr jemanden zur Hilfe eilen solltet oder mit wem es sich lohnt, Health Packs zu teilen. Als nächstes solltet ihr den Killfeed einschalten. Es ist immer hilfreich zu sehen, wie es um euer Team steht. Seid ihr in der Über- oder Unterzahl? Und welche Helden sind noch am Leben, mit denen ihr zum Beispiel eure Fähigkeiten kombinieren wollt? Oder ob man nicht eventuell noch einen Moment wartet, bis diese wiederkommen? Natürlich kann man das über die Tab-Taste auch einsehen, verdeckt aber das Spielgeschehen und dauert etwas länger für eine schnelle Übersicht. Kommen wir nun zum Fadenkreuz. Wie im Aim-Training-Video bereits erwähnt, ist es erstmal von jedem persönlich abhängig, welche Farbe am angenehmsten ist. Ich persönlich habe einen grünen Punkt, weil ich die grüne Farbe am besten vom Hintergrund unterscheiden kann. Aber im Allgemeinen ist zu sagen, ob ihr einen Punkt oder ein Fadenkreuz oder alles auf dem Standard lasst, die Animation, also die Streuung, abzustellen. Wenn ihr geübt mit dem Helden seid, dann irritiert diese Streuung eher, als dass sie euch hilft. Des Weiteren könnt ihr für jeden Helden separat Einstellungen vornehmen. Ich habe für Hanzo das Standard-Fadenkreuz aktiviert, weil mir bei dem Punkt die aktiven Pfeile, also der Sonar- oder Streupfeil, nicht angezeigt werden. Sprechen wir nochmal kurz über die Mausempfindlichkeit. Unter Windows ist es von Vorteil, wenn man die Mausbeschleunigung deaktiviert. Das heißt, dass Windows nicht für euch die Bewegung übernimmt. Also die Maus bewegt sich somit immer konstant schnell und wird nicht über Windows korrigiert und verlangsamt oder beschleunigt. Aber diese Einstellung ist für die meisten kaum festzustellen. Ich selbst habe kaum einen Unterschied feststellen können. Die DPI liegt im Schnitt bei Profispielern bei etwa 4857. Dabei ist die Mausempfindlichkeit im Spiel ein Multiplikator. Also wenn eure Maus auf 800 DPI steht und ihr die Einstellung im Spiel auf 5 stellt, dann ergibt das 800 mal 5, also 4000. Wenn ihr eure Maus auf 4000 DPI stellt und im Spiel auf 1, dann ergibt es exakt dieselbe Empfindlichkeit. Bei schnelleren Helden tendiert man zu höheren DPI-Zahlen als bei Helden, bei denen das Zielen sehr wichtig ist, wie bei McCree oder Widowmaker. Die nächste Mausempfindlichkeit, über die ich sprechen möchte, ist die relative Zoom-Empfindlichkeit bei Helden mit einem Scope, also Widowmaker und Ana. Caffrey hat als Beispiel die Einstellung auf 35, also ist die Maus etwas langsamer im Zoom als außerhalb. Bei 44 etwa wäre es ein 1:1 Verhältnis, aber auch das sollte jeder für sich selbst probieren und entscheiden. Meine Einstellung liegt bei 34. Kommen wir zu automatischen Fähigkeiten. Wie ihr wisst, gibt es die Einstellung für manche Helden, gewisse Fähigkeiten automatisch auszuführen. Zum Beispiel Genjis und Hanzos Klettern an den Wänden oder Soldiers Sprint, dass diese aktiv bleiben, wenn ihr einmal drückt. All diese Einstellungen solltet ihr abstellen. Das gibt euch viel mehr Kontrolle über euren Charakter. Ihr sollt entscheiden, wie lang geklettert wird oder wann der Sprint aufhören soll und nicht das Spiel für euch. Ihr werdet sonst oft in Situationen kommen, wo ihr euch ärgert, warum euer Held etwas gemacht hat, was so nicht geplant war. Extrem wichtig ist es bei Mercy. Sie hat eine Option, bei der sie immer dem Helden hinterherfliegt, den ihr gerade mit eurem Heil- oder Schadenstrahl anvisiert. Das ist sehr häufig tödlich. Man will zu jemandem fliegen und wird auf einmal wie von einem Magneten zu einem anderen Helden hingezogen, also nicht dorthin, wo ihr eigentlich landen wolltet. Also, all diese Optionen gehören ausgeschaltet, auch wenn es manchmal praktisch erscheint und sich wohl eher für Spieler mit einem Controller eignet. Kommen wir nun zu ein paar wichtigen Tastenbelegungen. Die Nahkampfattacke ist standardmäßig auf der Taste V. Das eignet sich ergonomisch nicht dafür, schnell betätigt zu werden, weil ihr mit der Zeit merkt, dass man immer häufiger die Nahkampfattacke benutzt. Ich persönlich habe die Nahkampfattacke auf der Daumentaste auf der Maus. Man kann sich diese aber auch zum Beispiel auf die Taste F legen, weil diese sehr einfach zu erreichen ist. Für das Ducken und Schleichen ist die STRG-Taste natürlich nicht verkehrt, allerdings gibt es in Overwatch eine Art Crouch-Walk, wo man die Duck-Taste ganz schnell spammt und der Gegner somit schwieriger Kopftreffer landen kann. Probiert mal mit dem kleinen Finger die Taste ganz schnell zu drücken, ist nicht einfach. Belegt alternativ die Taste Alt dafür. Mit dem Daumen lässt sich die Taste etwas einfacher spammen, sodass ihr das in brenzlichen Situationen ausnutzen könnt.
Info am Rande, das Ducken wird wohl im nächsten Patch abgeschwächt. Man kann sich dann nicht mehr so extrem schnell ducken, weil das Ganze schon ziemlich unfair wurde, wenn da jemand nur noch so rumgelaufen ist und am Zittern war. Kommen wir nun zu Audio-Optionen. Wer Kopfhörer benutzt, sollte auf jeden Fall die Option Dolby Atmos aktivieren. Overwatch war das erste Spiel, das diese Option angeboten hat, und es ist damit extrem leicht, die Gegner wie mit einem Surround-Sound-System aus allen Richtungen zu hören. Ihr könnt sie über, neben und hinter euch hören und somit viel besser reagieren. Wer mit Lautsprechern spielt, der sollte diese Option deaktivieren, weil es nur bei Kopfhörern funktioniert und der Ton über Lautsprecher komplett verfälscht wird und man gar nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Auch ist es zu empfehlen, die Musik entweder ganz auszuschalten oder aber sehr leise zu drehen. Man kann so einfach viel besser die Umgebungsgeräusche hören und eben Fußschritte oder Fähigkeiten raushören. Eine Option, die ich empfehlen kann, was vielleicht nicht jedermanns Sache ist, aber die Option zu aktivieren, dass ihr automatisch in den Teamchat geholt werdet. Ich selbst habe es oftmals vergessen und erst im Nachhinein mitbekommen, dass sich meine Teammates die ganze Zeit unterhalten und ich einfach das mache, worauf ich so Lust habe und mich einfach nicht an den Taktiken beteiligen konnte. Also, falls euch das Unterhalten mit den Teammates nichts ausmacht, einfach hier einschalten. Kommen wir nun zu einem etwas komplizierteren Thema, den Grafikeinstellungen. Es gibt gerade bei Shootern zwei Philosophien. Einmal diejenigen, die alles auf die niedrigste Stufe stellen, um so viele FPS wie möglich zu haben, oder aber Leute wie mich, die das Spiel so schön wie möglich haben wollen. Ob man das eine oder andere bevorzugt, hängt eigentlich davon ab, welche Ansprüche man an sich selbst oder an das Spiel hat. Spielt man sehr competitive und möchte so hoch wie möglich aufsteigen, also damit meine ich Profi-Level, dann wird man niemanden mehr finden, der das Spiel auf den höchsten Details spielt. Dort geht es um reine FPS und so wenig Ablenkung durch Partikeleffekte, Schatten und Licht wie möglich. Ich benutze zum Beispiel einen 60 Hz Monitor. Das heißt, dass mein Monitor auch maximal nur 60 FPS anzeigen kann. Mir würde es also nichts bringen, aus dem Spiel 200 FPS rauszuholen, weil mein Monitor das eh nicht mitmachen würde. Ich habe alle meine Einstellungen auf episch und es läuft stabil auf den 60 FPS. Für mich persönlich reicht das. Jemand, der einen 120 oder 144 Hz Monitor hat, versucht natürlich dieses Maximum zu erreichen. Schaltet euch im Spiel mit dieser Tastenkombination die FPS und Leistungsanzeige an, sodass ihr mit den Optionen mal spielen könnt und seht, auf wie viel Frames ihr kommt. 60 sollten es schon sein, ansonsten schraubt man eben etwas an den Grafikeinstellungen. Diese drei Optionen reduzieren eure FPS um jeweils etwa 15-20% und wenn ihr mehr FPS haben wollt, solltet ihr diese als allererstes runterstellen. Umgebungsverdeckung für bessere Schatten- und Lichtdarstellung, Kantenglättung und dynamische Reflexion. Ansonsten sollte jeder von euch das Sichtfeld auf 103% stellen. Das ist das Maximum, das das Spiel zulässt und ihr könnt somit 3% mehr vom Bild rechts und links sehen. Den V-Sync kann man dann einschalten, wenn einen die Bildüberlappungen stören. Diese Option verursacht aber einen kleinen Input-Lag, also eine kleine Verzögerung vom Bild. Es wird von Profis in der Regel immer ausgeschaltet, aber diese benutzen auch sicherlich G-Sync-Monitore mit 144 Hz, die extrem teuer sind. Ich habe es eingeschaltet, weil mich das Bild sonst sehr stört und mir der Input-Lag nicht sonderlich auffällt. Wie schon gesagt, ich habe alle meine Einstellungen auf episch und ich spiele hauptsächlich für den Spaß und dazu gehört es für mich auch, ein schönes und flüssiges Bild zu haben. So, ich hoffe, die Einstellungen, die ich auch selbst nutze, sind für den einen oder anderen hilfreich und ich konnte ein paar Fragen beantworten. Schreibt mir doch in die Kommentare, falls ich etwas vergessen habe oder aber ihr etwas zu ergänzen habt. Ansonsten danke ich euch mal wieder vielmals fürs Zuschauen. Passt auf euch auf, euer Oleg, haut rein!